Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1 beim großen Preis von Brasilien. Es geht nach Interlagos und typisch für diese Rennstrecke hat das Wetter auch wieder ein paar Überraschungen für uns parat und deswegen sind wir heute bei einem Regenrennen unterwegs und ob uns das weiterhelfen wird oder nicht, das werden wir im Laufe des Rennens dann weiter ergründen können. Wir haben allerdings vor diesem Rennen bereits einen ganz guten Stand der Dinge. Wir haben nämlich den Rückstand zu Juan Pablo Montoya auf 13 Punkte kürzen können und sind damit in unmittelbarer Schlagdistanz zu unserem Teamkollegen. Das Ganze 3 Rennen vor Schluss. Nun ist natürlich die Frage, ob wir uns eventuell den WM-Titel holen können und einen weiteren Schritt in Richtung Montoya könnten wir in diesem Rennen machen. Die KWM-Tabelle haben wir ebenfalls parat, da haben wir 367 Punkte bei McLaren, da sind wir ganz, ganz klar in Führung und Renault fehlen bereits mehr als 2 Doppelsiege. Und auch mit der alten WM-Tabelle zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, nur ist Montoya hier für den Fall, dass wir immer den ersten Platz holen sollten und er immer den zweiten Platz holt, doch am Ende punktgleich mit uns, während wir mit der neuen WM-Rechnung bereits nach 2 Rennsiegen, vorausgesetzt er wird Zweiter, die WM-Führung übernehmen könnten. Also, ich würde sagen, wir übernehmen vielleicht auch mal nach diesem Rennen die WM-Führung. Wer weiß, bei ihm könnte ja auch der Motor mal eventuell nicht mitspielen, beim 2005er McLaren nicht allzu unwahrscheinlich. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Startaufstellung. Von der Pole Position startet Juan Pablo Montoya vor Giancarlo Fisichella. In Startreihe 2 Fernando Alonso vor Michael Schumacher. Bei seinem Heim-Grand Prix startet Rubens Barrichello von der 5 vor Trulli, Ralf Schumacher, Mark Webber, Takuma Sato und Jenson Button. Dahinter David Coulthard vor Jacques Villeneuve, Massa bei seinem Heim-Grand Prix von der 13 vor Kleen und Heidfeld, Albers vor Katikean, Friesacher vor Thiago Monteiro. Und wir hoffen, dass wir heute möglichst viele Positionen gut machen. Los geht's beim Brasilien-Grand Prix mit schönem Regen. Alter Falter, Kleen, pass auf. Hammermäßig aus dem Senna ist rausgekommen. Ja, mir fällt bei dieser Mod auf, dass die Gegner einem eher weniger Platz lassen mögen. Auf komplett feuchter Fahrbahn. David Coulthard hat außenrum überholt. Hammer. Boah, sehr schön hier aus der Kurve rausgekommen. Takuma Sato auf der Geraden überholt. Der hat da keinerlei Chance. Das Auto reagiert da teilweise sehr direkt. Deswegen dieses sehr komische, ruckartige Rüberzucken nach links auf der Geraden. War eigentlich nicht so gewollt. Da haben die Bremsen kurz blockiert. Unschön. Ich hätte Button da lieber regulär überholt, aber hier funktioniert es auch. Boah. Okay, keine Ahnung, warum die KI da abbremst. Aber ich wollte halt einfach nur links von ihm bleiben. Und ich glaube zumindest, das ist halt mein gutes Recht an der Stelle. Manchmal ist die KI ein bisschen komisch.
Mal kurz den Motor runterkühlen, sogar bei diesen kühlen Bedingungen haben wir den Motor auf über 130 Grad schon gebracht. Ich muss schon sagen, es sind sehr knackige Bedingungen. Nicht einfach abzuschätzen, wie man hier fahren kann. Starker Regen in 5 Minuten. Das erste Fahrzeug schon an der Box. Persönlich um über eine Sekunde verbessert und trotzdem sind wir nicht bei einem absoluten Bestzeitenkurs. Ja, und die Person ist mitten im Verkehr rausgekommen. Auch hier könnte sich Montoya wieder ins eigene Fleisch schneiden, wenn der hier ein bisschen früher in die Box fährt. Und ich glaube, das wird er tun. Ja, das kann man so ein bisschen analog sehen zu den leicht betankteren Fahrzeugen vorne. Und die, die hinten gestartet sind von den Top-Teams, die sind immer wieder ein bisschen schwerer losgefahren, um einen Stop vielleicht zu fahren oder für einen langen ersten Stint. Damit sie im Verkehr nicht zu viel Zeit verlieren. Oh. Aha. Also wirklich Zeit hat das natürlich nicht gebracht, aber trotzdem. Verwarnung bleibt. Sorry, dass ich so ein bisschen ruhiger bin. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Okay, welche Reifen sind jetzt besser? Die Wets oder die Trockenreifen? Wir müssen uns gleich entscheiden. Laut Wetterradar sollte es eigentlich während der gesamten Session leicht regnen, aber man weiß natürlich nie. Man weiß nie, wie sich das entwickelt.
Ich versuche mal hier und da den Motor nicht so hoch zu drehen. Status Teamkollege. Ja, ich wollte eigentlich wissen, was für Zeiten Bottas Montoya fährt. Boah, kommt er doch vor dem gesamten Verkehr raus, oder wie? Nee. Aber dann sind wir die schnellste Runde gefahren. Boah, der kommt gerade so noch hinter Button und jemand anderem raus. So, jetzt mal ein bisschen frische Luft vor einem. Okay, jetzt bin ich mal auf die Zeiten gespannt. Montoya ist da schon vorne weg, aber Fisichella könnte da vor ihm noch rauskommen. Nein, Fisichella ist hinter Montoya. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, Virtual Safety Car wäre jetzt top, aber das übertrifft alles. Alter Falter. Montoya wird wahrscheinlich vorbeigehen fürs Erste. Complete, go now. Aber das könnte P4 oder P5 sein. Und wenn wir dann... Das ist P4. Das ist scheinbar P4. Wir müssen schnell aus der Box. Das ist der dritte Platz! Der dritte Platz und jetzt müssen wir nur noch an Montoya und Fisichella vorbeigehen. Ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht. Jetzt kommt das Safety Car uns hier gerade mal sowas von zugute. Und das könnte der nächste Schritt in Richtung WM werden. Wenn wir hier nicht nur Montoya unter Druck setzen, sondern auch eventuell überholen könnten. Come on, bitte. Das muss jetzt funktionieren. So, natürlich lasse ich mich nicht breaktesten oder so. Ich teste mal was. Nämlich, ob ich mit etwas anderen Differentialeinstellungen eventuell ein bisschen besser zurechtkomme. Okay, geil. Okay, stopp. Nee, das
Sorry, aber das ist ein bisschen lächerlich. Dann nutze ich auch direkt eine Rückblende, ganz ehrlich. Das ist so lächerlich im Spiel gemacht. Da darf er dich überholen, du darfst dich nicht mal zurück überholen. Ich wollte nur kurz das neue Differential testen. Barrichello beim Heim Grand Prix sehr übermotiviert. Freue mich jetzt schon auf die Kommentare, die sagen, oh, du hast Rückblende benutzt. Ja, sorry Leute, wenn das Spiel die Regeln des realen Sports nicht einhält. Ja, das Schwierige ist, die Reifen auch auf Temperatur zu halten. Also, das Ding ist... Es gibt ja nicht mal richtige... Oh Gott, jetzt gibt's auch noch Heavy Rain. Es gibt ja nicht mal richtige Intermediates in der Mod. Das ist halt echt cool, weil jetzt musst du halt den Zwischenschritt zwischen Intermediate und Heavyweight überbrücken. Ah, blöder Fehler beim Anbremsen. Come on! Zwei Autos noch. Chef, sei leise. Halleluja. Puh. Kurzer Kontakt mit Fisichella. Da war ich auch ein bisschen übermütig. Aber da ist nichts passiert und etwas später konnten wir vorbei an Fisichella und jetzt kommen wir ran an Juan Pablo Montoya.
Auf geht's. Wir können noch mal schneller fahren als Montoya. Wir sind dran. McLaren gegen McLaren. Das ist ein bisschen wie 2012. In 7 Jahren werdet ihr wissen, was ich meine. Wenn jetzt kein Hülkenberg dazu kommt, dann wird es ein safer Doppelsieg für McLaren. Noch über eine Zehntel im ersten Sektor drin. Im zweiten Sektor ist auch noch ein bisschen Potenzial möglich. Und jetzt sind wir dran, die Chance zu überholen. Und es funktioniert gegen Montoya außenrum vorbei auf Startziel. Der Hammer! Heiliges Kanonenrohr, was war das denn bitte? Phänomenales Rennen hier, oh mein Gott. Und ich persönlich habe kein Problem damit, wenn Fisichella nochmal rankommt. Was meinst du, Juan? Wahnsinn, ey. Das ist ein unglaublich geiles Rennen. Ja, an der Stelle gerne auch nochmal der Hinweis, wenn euch die Rennaction gefällt, dann haut gerne ein Däumchen nach oben raus, Leute. Ich persönlich blühe in dieser 2005er Mod-Saison voll auf. Ich werde auch noch eine kleine Mod-Präsentation mal machen, um euch ein bisschen zu zeigen, was es hier noch alles gibt, denn da wurde auch ein wenig was von den Mod-Erstellern Schönes gemacht hinsichtlich des Karrieremodus. Danach wird es weitergehen mit einer neuen Saison, nicht mit der 2005er Mod, aber ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr schön, sehr lustig, sehr interessant. Es geht wieder zurück ins Mittelfeld, so viel kann ich sagen. Okay, das war jetzt definitiv nicht beabsichtigt. Ja, und das, obwohl ich mich hier noch verbremst hatte. Und da dachte ich, okay, da ist nichts mehr drin, aber dann kamen einige harte Attacken. Fisichella, da gab es wieder einen kleinen Fehler der KI, würde ich mal sagen. Während ich mich mit den 2017er Autos so unfassbar schwer getan habe, hier in Brasilien auch nur ein halbwegs gutes Ergebnis mal einzufahren. Gelingt das hier von jetzt auf gleich im McLaren?
Sehr weit noch über den Korb gefahren. Das hat nochmal Zeit gekostet, aber das ist der Sieg. Das ist der Sieg in Brasilien. 25 weitere Punkte wandern auf unser Konto und damit sind wir dran an Montoya. Wahnsinn. Wahnsinnssache, ey. Das Einzige, was heute misslungen war. Gut, war zum einen der Safety Car Restart, aber zum anderen auch die Anmoderation, die ich ein zweites Mal nochmal machen musste. Und ja, alles andere hat gepasst. Und die Positionierung am Ende, die ist genau richtig, damit die letzten zwei Rennen noch einmal richtig, richtig viel Spaß bieten, auch hinsichtlich der WM. Ja, das Auto mit der Nummer 9. Ich weiß nicht, wie viel Sieg das jetzt schon ist. Aber es fühlt sich gut an. Ja, wieder zwei Finnen und der einzige nicht finnische. Der einzige finnische Fahrer auf dem Podium ist der ohne Finnland-Flagge. Sorry, dass ich ein bisschen drüber quatsche über die Musik, aber das war cool. Und wir schauen mal auf das Rennergebnis. Da haben wir uns den Rennsieg geholt. Vor Juan Pablo Montoya. Wir haben ihn sogar aus dem DRS-Fenster. Ja, irgendwann wird es sicher sowas wie ein DRS geben, jetzt mal aus 2005er Sicht gesprochen, rausbekommen und Giancarlo Fisichella war dann nochmal relativ nah dran an unserem Teamkollegen, konnte ihn allerdings nicht besiegen. Rubens Barrichello schafft mal wieder ein relativ gutes Ergebnis vor Ralf Schumacher, Fernando Alonso, Jano Trulli und Mark Webber, David Coulthard und Takuma Sato vervollständigen dann die Top 10. Und wenn man jetzt auf die WM-Wertung schaut, auch hier habe ich leider die KWM vergessen, beziehungsweise auch die Fahrer-WM auf die jeweiligen Tabellen zu schalten und bin zur Vorschau vom nächsten Rennen gegangen, dann sieht man, wir sind nur noch 6 Punkte entfernt von Montoya, bedeutet, wir könnten im nächsten Rennen die WM-Führung übernehmen und wir sehen außerdem bei 2 verbleibenden Rennen maximal 50 Punkte zu holen, dass nur noch die beiden McLaren Weltmeister werden können. Es ist doch ein bisschen deutlicher ausgefallen, als ich es gedacht hätte. Juan Pablo Montoya doch schon mit einer sehr, sehr starken Saison. Aber ja, das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Aber wir haben auch eine sehr starke Saison hier bis jetzt hingelegt. Wir haben uns immer wieder sehr stark verbessert. Und auch in Brasilien holen wir uns einen Rennsieg, damit den 4. überholen in der Hinsicht Juan Pablo Montoya. Wir sind nur noch 4 Punkte entfernt und auch hier kann Fernando Alonso auch uns nicht mehr gefährlich werden in der Fahrer-WM. Und man sieht auch in der KWM, da ist es eigentlich relativ deutlich zwischen den ganzen unterschiedlichen Teams. Ja, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich glaube, gegen diese Aufholjagd gibt es nur relativ wenig zu argumentieren. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Dann geht es nämlich zum Halbfinale nach Japan. Auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Da konnte Raikkonen sogar von ganz, ganz weit hinten noch den Rennsieg holen. Hat da ein oder zwei Runden vor Schluss Giancarlo Fisichella überholt. Mal sehen, was wir da hinbekommen werden. Und dann geht es nach China. Das wird das Finalrennen für uns sein. Ja, das fand damals wirklich so spät statt. Heutzutage ist es ja eines der ersten Rennen. Also danke, dass ihr dabei wart und bis Freitag und Sonntag. Macht's gut!